Herzlich willkommen zum Intro der Lernvideos zum Thema Bewegungsaufgaben. Mein Name ist Nerma Puschka und ich werde mein Bestes geben, euch die Bewegungsaufgaben aus der Schule näher zu bringen. In diesem Video werden wir gemeinsam einige ausschlaggebende Aspekte wiederholen. Lasst uns also starten. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Aufgabe. Anja geht jeden Tag zu Fuß zur Schule, um der Umwelt nicht zu schaden und gleichzeitig an der frischen Luft zu sein. Ihr Bruder Timo möchte lieber länger schlafen und fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule. Anja geht mit einer Geschwindigkeit von 4 Kilometern pro Stunde. Timo ist mit dem Fahrrad und einer Geschwindigkeit von 12 Kilometern pro Stunde unterwegs. Er fährt 10 Minuten nach Anja weg. Nach wie vielen Kilometern überholt Timo seine Schwester Anja? Schauen wir uns die Aufgabe etwas genauer an. Anja und Timo wohnen noch bei ihren Eltern. Das bedeutet, sie fahren vom selben Ort weg. Wir wissen auch, dass beide zur Schule fahren. Das heißt, dass sie auch die gleiche Strecke fahren. Wichtig zu beachten ist auch, dass die Personen bis zum Zeitpunkt der Überholung genau den gleichen Weg hinter sich gelegt haben. Der eine etwas schneller als der andere, aber es ist die gleiche Länge bis zur Überholung. Um uns einen Überblick über die Aufgabe zu verschaffen, füllen wir folgende Tabelle aus. Wir haben insgesamt drei Spalten, eine für die Personen, eine für die Geschwindigkeit und die letzte für die Zeit. Ich würde sagen, du erstellst jetzt auch eine Tabelle und versuchst selbstständig die Geschwindigkeiten von Anja und Timo einzufügen. Nimm dir einen Stift, Papier und drücke auf Stopp, um deine Lösung aufzuschreiben. Ich warte, bis du fertig bist. So, jetzt kannst du mit mir gemeinsam vergleichen. Anja geht mit einer Geschwindigkeit von 4 km pro Stunde. Timo fährt mit 12 km pro Stunde. Wir übertragen das ganz einfach aus der Angabe. Ja, bei der Zeit geht das leider nicht ganz so einfach. Wir schauen uns zunächst einmal an, welche von den beiden Personen früher wegfährt. In unserer Aufgabe ist es die Anja. Für die Anja tragen wir also als Zeit x ein. Genau. Wir wissen, dass Timo 10 Minuten nach Anja wegfährt. Das bedeutet, dass wir die 10 Minuten nun in Stunden umwandeln müssen, weil unsere Zeit in Stunden angegeben ist. Wir wollen also nun 10 Minuten in Stunden umwandeln. Wir wissen, dass 60 Minuten genau eine Stunde sind. Das heißt, wenn wir 60 von 60 Minuten haben, können wir das auch als Bruch anschreiben. Und 60 Sechzigstel sind ja eine, ein Ganzes, das heißt eine Stunde. Wenn wir 30 Minuten haben und das in Stunden umwandeln möchten, dann hätten wir 30 von 60 Minuten, das heißt 30 Sechzigstel, und das wäre gekürzt durch die Zahl 30, ein halbes. Das heißt, 30 Minuten sind eine halbe Stunde. Wie schaut es jetzt aus mit den 10 Minuten? Wir haben also 10 Minuten von 60 Minuten und gekürzt durch die Zahl 10. Ergibt das dann ein Sechstel. Das heißt, 10 Minuten entsprechen ein Sechstel Stunden. So, die Zeit von Timo ist also x minus ein Sechstel. Er hat nämlich 10 Minuten weniger Zeit, da er später wegfährt. Unsere Tabelle ist jetzt fertig ausgefüllt. Wie wir hier weiterrechnen, schauen wir uns dann im Basic 1 Video an. Gehen wir über zu einer neuen Aufgabe. Marie und Jakob sind ein Paar. Sie haben sich schon lange nicht gesehen und möchten sich nun treffen. Ihre Wohnorte haben eine Entfernung von 45 Kilometern. Jakob ist bereits volljährig, hat einen Führerschein und darf sich das Auto seines Vaters ausborgen. Er muss aber versprechen, durchschnittlich 50 Kilometer pro Stunde zu fahren. Marie fährt mit ihrem Moped 40 Kilometer pro Stunde.
Die beiden fahren gleichzeitig von ihrem Wohnort einander entgegen. Berechne, nach wie vielen Stunden sie sich endlich treffen. Diese Aufgabe unterscheidet sich etwas von der vorherigen. Die Personen hier haben nämlich unterschiedliche Startpunkte, die 45 Kilometer voneinander entfernt sind. Außerdem fahren beide nicht in die gleiche Richtung, sondern sie fahren einander entgegen, bis sie sich treffen. Zur Veranschaulichung verwenden wir wieder die gleiche Tabelle wie vorher. Ich würde sagen, du erstellst nun auch eine Tabelle zu dieser Aufgabe und füllst sie vollständig aus. Ich warte, bis du fertig bist. Super, wir können gemeinsam vergleichen. Marie fährt mit 40 Kilometern pro Stunde und Jakob mit 50 Kilometern pro Stunde. Bei der Zeit haben wir in dieser Aufgabe einen Vorteil, da die beiden nämlich gleichzeitig von ihren Wohnorten wegfahren. Ja, und weil wir nicht wissen, wie lange die beiden fahren, tragen wir als Variable für beide x ein. Somit ist unsere Tabelle fertig ausgefüllt. Die weitere Berechnung findest du im Basic 2 Video. Ja, zum Abschluss möchte ich dir noch die beiden Aufgaben zusammenfassen. Und zwar, wenn du dich erinnern kannst, die erste Aufgabe waren Anja und Timo, die in die gleiche Richtung fahren. Die sind beide zur Schule gefahren. Sie hatten den gleichen Startpunkt und die gleiche Strecke bis zum Aufeinandertreffen, also bis zur Überholung. In der zweiten Aufgabe hatten wir entgegengesetzte Richtungen. Die beiden sind von unterschiedlichen Startpunkten weggefahren und sie sind einander entgegengefahren. Das heißt, die eine Person ist von Ort A gestartet und Richtung Ort B gefahren, die andere Person ist von Ort B gestartet und ist Richtung Ort A gefahren. Und sie fahren so lange einander entgegen, bis sie sich treffen. Ja. Es hat mich gefreut, gemeinsam mit dir das Thema lernen zu haben. Unser nächster Treffpunkt ist dann das Basic 1 Video.